Auf dem Gelände der ehemaligen Sprengstofffabriken wird noch immer nach verstreut herumliegender Munition gesucht. Ehe hier die Kasernenbauten erweitert werden können, ehe Panzerrampen, Exerzierplätze, Manövergelände entstehen kann, muss der verseuchte Boden gereinigt werden. Erde ist drüber geweht, Moos ist gewachsen, Blätter sind gefallen. Friedlich ist der Wald dennoch nicht. Auch die verrostete Munition ist gefährlich. Die 140 Mann der Sprengaktion Hessen sind noch immer ständig im Einsatz. Mit den hochempfindlichen Förstersonden wird Meter für Meter abgetastet. Wenn Eisen angezeigt ist, muss gegraben werden. Eisen kann Munition sein. Würde ein Bagger die Munition fassen oder würde ein falscher Spatenschlag drauf geraten, könnte sie sich auslösen. Toter Boden wäre unrentabel. Auch auf dem Gelände ehemaliger Flakstellungen oder ehemaligen Militärgeländes soll und muss wieder gebaut werden. Herr Minister Erhard Keil, Sie sind Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit im Hessischen Innenministerium und unter anderem untersteht Ihnen auch die Sprengaktion Hessen. Wir haben nun gesehen, dass die Entmunitionierungsarbeiten noch immer, auch 15 Jahre nach dem Krieg, in vollem Gange sind. Das Ende dieser Entmunitionierungsarbeiten ist leider auch noch gar nicht abzusehen. Sie wird uns diese Arbeit dadurch erleichtert, dass uns die Amerikaner eine Reihe von Luftaufnahmen, ich darf sie Ihnen einmal zeigen, über die vom Bombenangriffen betroffenen Gebiete überlassen haben. Diese Luftaufnahmen versetzen uns in die Lage, die bombenverseuchten Gebiete leichter zu erkennen und auf Bombenblindgänger zu kontrollieren. Das gab uns Anlass, im April 1958 einen Erlass herauszugeben, der an die Bevölkerung sich richtet mit der Bitte, alle Bauplätze in diesen bombenverseuchten Gebieten kostenlos durch das hessische Sprengkommando auf das Vorhandensein von Bombenblindgängern untersuchen zu lassen. Die Luftaufnahmen erinnern uns noch einmal an die Bombenteppiche. Mit 18% Blindgängern im Durchschnitt rechnet das amerikanische Hauptquartier. Ein Gärtner hat 15 Jahre lang gewusst, dass hinter seinem Gärtnerhaus ein Blindgänger liegt. 15 Jahre lang hat er seinen Kohl darüber gebaut. Jetzt hat er die Bombe gemeldet. Mit erschütterungsfrei arbeitenden Spezialbaggern ist sie freigelegt worden und soll nun endgültig beseitigt werden. Polizei, ab 10.15 Uhr öffnen Sie bitte die Fenster und begeben sich in den Keller. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Ab 10 Uhr die Gefahr ist wieder akut geworden. Luftschutzmäßiges Verhalten. Aber die Erinnerung der Menschen ist schwerfällig. Der letzte Fliegerangriff ist lange her. Und die Kinder wollen eigentlich nur staunend zuschauen. Sie kennen den Ernstfall nicht. Uhr. Hinter der Gärtnerei arbeitet Herr Wenig allein, um keinen Zweiten zu gefährden. Die Straße ist leer. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Bombe ist entschärft, die Vorsichtsmaßnahmen sind aufgehoben. Während die Nachbarn ihre Fenster nun wieder schließen können, ihre Autos wieder anlassen, wieder einholen gehen und Suppe kochen und vielleicht noch immer nicht ganz begriffen haben, dass es eben wirklich ernst war, wird die entschärfte Bombe langsam herausgehoben. Herr Wenig kann sein Handwerkzeug zusammenpacken und einen neuen Zünder in seine Zündersammlung tun. Herr Regierungsrat Wenig, Sie sind der verantwortliche Leiter der Sprengaktion Hessen. Und Sie haben auch selbst viele Bomben entschärft. Dies war die 3.394. Sie haben in mehr als 15 Jahren Erfahrung bekommen, Praxis erworben, vielleicht sogar Routine. Aber jede einzelne Bombe enthält doch wieder die ganze Gefahr. Routine allein nützt uns erfahrungsgemäß bei der Entschärfung von Bomben nicht viel. Wir kennen wohl die etwa 150 Sorten verschiedenster Art von Zündern,
die während des Krieges abgeworfen worden sind, und zwar als Bombenzünder. Aber theoretisch befinden sich die Bomben ja nicht mehr in dem Zustand, wie sie abgeworfen worden sind, sondern damals, kurz vor dem Abwurf, waren sie noch gesichert. Die Entsicherung erfolgt beim Abwurf, sodass die Zünder je nachdem zu 5% bis zu 95% ihre Funktion erfüllt haben. Und das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Da gehört eben die Erfahrung zu und man muss genau wissen, wie an anderen Fällen gemessen die Situation sich verändert hat. Beispielsweise dieser chemisch-mechanische Zünder, der normalerweise seine Funktion erfüllt, wenn die Bombe normal, das heißt in dieser Lage, in die Erde fällt. Sobald sich die Bombe, wie das häufig der Fall ist, in der Erde verlagert, kann der chemische Teil nicht wirksam werden und der Zünder bleibt ruhig in der Erde liegen. In dem Moment, wo durch Bagger oder Planierraube die Bombe wieder gedreht wird, kommt der Zünder in seine normale Funktionsstellung, sodass der Zünder in diesem Moment anfängt, erneut zu laufen. Und der kann also mit anderen Worten jeden Moment losgehen? Kann er. Und man kann nicht sagen, dass sich durch das lange Ablagern der Munition und auch der Blindgängerbomben die Gefährlichkeit irgendwann selbst auflöst. Nein, das wird in 50 Jahren noch nicht der Fall sein. Auf dem ehemaligen Feldflugplatz Kirdorf, auf einem öden, trostlosen Gelände, das an die tote Erde von Verdun erinnert, werden Bomben und Munition endgültig beseitigt. Allein in Hessen sind bisher 18.000 Blindgängerbomben geborgen worden und 25.000 Tonnen Munition aller Kaliber. In jedem Jahr gehen noch 4.500 neue Fundmeldungen ein. In seltsamen Öfen werden Granaten geschichtet. Anheizen nennen das die Arbeiter. Der alte Sprengstoff hat nichts von seiner Kraft verloren. Meldepatronen werfen Sterne, die wie Feuerwerk aussehen. Was nicht verbrannt werden kann, muss gesprengt werden. Es wird zusammengetragen, behutsam transportiert. Immer wieder wird im gleichen Krater ein neues Loch ausgehoben und die Ladung wird gepackt. Erst wenn alles zusammengetragen und alles vernichtet worden ist, wird es keine Kriegstoten mehr geben. Allein in den letzten 7 Jahren sind 206 Menschen, vor allem spielende Kinder, durch herumliegende Munition ums Leben gekommen. Der verantwortliche Sprengmeister sucht noch einmal das Gelände ab. Achtung, Feuer frei! Wunderbar, sagten die Arbeiter. Man könnte sagen, endlich. Nach der Entwarnung räumen die Arbeiter aus, was übrig geblieben ist. Von der Sprengung bleibt nichts. In den Öfen bleiben leere Hülsen. Altes Eisen. Schrott.